Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy XII. Ja, wir befinden uns hier gerade in einem Gefängnis, aus dem wir ausbrechen müssen und oder möchten. Und dafür werden wir uns einfach mal ein bisschen umgucken. Also hier sind wir runtergefallen. Ich glaube, hier können wir nichts machen. Ist irgendwie was eingezeichnet, was wir irgendwie machen können, aber ich bezweifle es irgendwie. Da hinten kommen wir irgendwie runter. Das wird hier ein kleines Rätsel sein, nehme ich an. Ja, das ist der Antiquitätenapparatur. Ein Schalter ist zu sehen. Drücken. Nichts rührt sich. Lass mal sehen. Kein Wunder, die Sicherung ist hinüber. Da ist kein Saft auf dem Schalter. Von der Verdrahtung würde ich sagen, dass das hier der Hauptschalter ist. Wahrscheinlich tut sich im Moment rein gar nichts in dem Stollen. Okay. Mal sehen, ob wir jetzt hier irgendwas finden. Kommen wir hier noch weiter? Liebe Götter, was ist das hier? Öffnen. Drücken wir das mal. Keine Reaktion. Der Motor scheint außer Betrieb. Okay. Dann gucken wir einfach mal bei dem Gatter, ob wir das irgendwie... Manuell lässt sich das Gatter nicht öffnen. Irgendwo muss ein Schalter sein, der es öffnet. Ja. Das Ding ist, wenn der Schalter aber nicht funktioniert, weil das Ding keinen Saft hat, was macht man dann? Den. Hätte nie gedacht, hier nach ihm, bla bla bla. Treppe und wie bitte? Es ist eingestürzt, das hat man ja schon mal. In den Stollen wiederhergestellt werden, sonst bewegt sich das Gatter hier keinen Millimeter. Verstehe, die Sicherung am Schalter oben ist durchgebrannt. Dann probier's mal hiermit. Ah, alles klar. Diese Sicherung habe ich aus dem Schrott von hier unten gebastelt. Aber die Qualität ist 1A, dafür stehe ich ein. Ah. Hätten wir gleich mal wissen sollen. Aber gut, allzu lange haben wir ja jetzt auch gar nicht gesucht. Wir setzen mal jetzt hier ein. Sicherung anbringen. So. Lädt die Batterie sich jetzt auf? Ja. Es geht voran und hat 100%. Prima. Dann drücken wir da unten mal den Schalter. Nicht, dass hier irgendwie noch die Batterie ausfällt. Das wollen wir nicht. Gattertor öffnen. Okay, das verbraucht ganz schön was. Na, wer sagt's denn? Der Weg ist frei. Dann könnt ihr euch ja jetzt auf die Suche machen. Nach einem Ausgang machen. Schon im Hellen sind die Tunnel nicht gerade ungefährlich. Doch wenn die Batterie sich entlädt und es dunkel wird, wird's noch unangenehmer. Die Restenergie der Batterie zeigt der Balken rechts oben an. Beim Öffnen des Gatters hat sich die Ladung etwas verringert, oder? Große Vorrichtungen verbrauchen eine Menge Strom. Bis zu einem Drittel der Batterieladung geht besonnen vor. In den Stollen soll es noch weitere verschlossene Gatter geben. Um voranzukommen, haltet nach ihren Schaltern Ausschau. Okay. Dann wollen wir mal weitergehen. Ich hoffe nur, wir kriegen das jetzt hier gleich beim ersten Durchlauf hin. Hey, who turned out the lights? One of those? I've heard of these. Mimics. They disguise themselves as all manner of things, then strike when you're least wary. Some of them have a fondness for energy, I'm told. They gorge themselves on the stuff till there's naught left. So, what happens then? Oh, genau das. Lights out, and it's worse in the dark. Much worse. So, let them get too close to one of those conduits, and they'll suck it dry.
But don't worry, it'll give the energy back if you ask nicely. Sticking it with a sword helps too. Clock's ticking. Nicht lecken! Wir müssen die Viecher fertig machen. Zombie? Nein. Hier, die Mimics. Friend? Scheiße, man. X-Taste klemmt. So, jetzt. So. Jetzt machen wir die hier mal alle fertig. Das ist ja hässlich. So. Gut. Damit haben wir unsere Energie wenigstens ein bisschen wieder. Ja, den hier noch. Das ist ein Faustkämpfer. Okay. Hier haben wir noch eine Batterie. Noch einen Schatz. 122 Gil. Mal sehen, Mama. Ach, Kumpel, dann heile ihn doch nicht so. Gib ihm eine Potion. So. Geht doch. Ja. Da hinten stand jetzt nichts mehr. Gut. Dann gehen wir mal weiter. So, den haben wir auch erledigt. Ah, komm schon. Mini-Mimik. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht für uns ist. Die Energie geht und geht flöten, ne? So eine Schande. Kommt. Ach, deshalb. Verdammt. Ich will es nicht drauf ankommen lassen, dass es dunkel wird. Ganz ehrlich nicht. Das könnte echt hässlich werden. Fertigkeiten? Wir hatten doch Vita mit ihr. Genau. Komm, Barsch. So. Da ist auch noch ein Schatz. Wenig auswählbar. Achso, ich war gar nicht richtig dran. Nochmal Geld. Geld ist immer gut. Da ist noch einer. Ein Gegengift. Prima. Hatten davon ja eh schon eine ganze Menge verbraucht. Vielleicht steht ja hier an der Seite noch was. Hm. Ach nee, der führt einmal nur rum. Hätte ich auch auf der Karte sehen können. Naja, was soll's. Und weiter nach vorne. Okay, das Mimik. Nicht gut. Nicht gut. Schön. Gut. Greift die hier an, Jungs. Ich mache hier schon weiter. Jetzt sind wir in dem Stollen, in dem richtigen. Jetzt die Energie wiedergegeben. Und gleich so viel. Lol. Okay. Das heißt, je mehr wir von diesen Batterie-Mimics platt machen, desto mehr Batterieladung an sich kriegen wir wieder. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dadurch, dass er das Öffnen der Schalter so viel verbraucht. Und damit haben ja diese Mimics nichts zu tun. Eigentlich, so wenn man es so ganz offiziell betrachtet. Aber was soll's. Ah, jetzt leckt's aber ganz dolle. Warum? Warum? Was ist das? Oh mein Gott. Warum? Oh mein Gott, das ist ein ganz großer Frame-Einbruch. Was ist das? Ach nö, das ist doch jetzt richtig doof. Warum wird denn das jetzt so langsam? Ach nö.
Liegt das an der Umgebung, an der wir gerade sind? Was ist das? Das wurde gerade ein bisschen besser. Oh nein! Muss ich jetzt hier wirklich die Dings abbrechen? Okay, ich glaube, ich muss die Aufnahme hier ganz kurz unterbrechen. Und, ja, wir sehen uns gleich wieder. Bye, bye. Okay, ich bin wieder da. Alles klar. Herzlich willkommen zurück. Ich musste das hier kurz mal einstellen. Ich weiß nicht, was das war. Ich denke, es lag am PC. Aber ich habe es jetzt wieder hingekriegt und es sollte alles wieder ganz gut laufen. Ich hoffe, das passiert uns jetzt nicht noch öfter. Ah, was haben wir denn da? Kann ich noch gar nicht jetzt wieder nehmen jetzt so. Hey! Hey! Alle drauf da. Jetzt leckt es. Oh, gut. Oh mein Gott, Barsch ist kampfunfähig. X, Items, Phönixfeder, Barsch. Komm, Großer, steh auf. Fertigkeiten, Weißmagie, Vita. Für Barsch. Ich muss dann auch mal die Gambits umschalten. Ich weiß jetzt echt nicht, warum die... warum er immer mit Erster Hilfe heilt, anstatt mit einer Potion. Das machen wir jetzt gleich mal. Na komm. Gambit. Und zwar Bar 4. Ja, nicht Erste Hilfe. Das ist doch Schwachsinn. Du gibst ihm eine Potion. Aber nicht bei jedem Wehwehchen. Sondern wenn der Junge unter 60% seiner maximalen Dings hat. Genau. Gut. Warum komme ich denn da nicht runter? Kommen wir hier runter? So, prima, Barsch. Bar 4, ich bin stolz auf dich. Geh weg da. So, das geht doch hier ganz leicht. Und eine Fledermaus. Aber, komm schon. Mach dich nicht unglücklich. So. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Oh, was haben wir denn hier? Eine Batterie-Mimik. Wo kommst du denn her, mein Kumpel? Yeah, das Vieh ist ja ekelhaft. Wo ist das denn hingelaufen? Okay. Ah, das sitzt an irgendeiner Batterie. Man merkt es schon. Dann nimmt es ab. Oh, du kleines Mistvieh. Ja, ich pöde die jetzt, ist mir egal. Aber bevor ich hier im Dunkeln sitze... Komm, kümmert euch drum. Danke, Barfi. Fren. Fahn, du könntest dich auch mal nützlich machen. Super. So. Ja, los, komm. Und eine Stufe Aufstieg. Ich weiß gar nicht für wen gerade. Ich glaube, wir fahren. Bin mir aber nicht sicher. Mach ihn kaputt. Das da auch. Los. Jetzt hatte ich gerade wieder einen kleinen Frame-Einbruch. Oh Gott, ich habe echt gerade Panik, dass das jetzt noch öfter passiert. So, ist hier jetzt noch irgendwas von Bedeutung? Nee.
Ich wollte sowieso einen richtigen Weg gehen. Aber wir sind wieder bei 100% der Batterie. Das ist doch super. Das heißt, wir haben jetzt alle Mimics tot gemacht. Und können uns jetzt wieder bester Energie erfreuen. Mal gucken, wie lange. So. Ich denke mal auch, wir sind hier demnächst raus. So lang kann dieser Stollen ja gar nicht mehr sein. Na los, Fan. Oh, jetzt können die Jungs wieder draufhauen. Na, aber. Wir werden doch nicht. Wie sehen eigentlich unsere Lizenzpunkte aus? 41, 30, 38. Das ist doch gar nicht schlecht. Er hat ja 41. Ja. Kannst du hier gleich mal ausrüsten. Dann kriegst du hier noch einen Schlitzer und einen Schlager. Okay, du hast 30. Wo müsste er denn hin? Für seine Lizenz. Hier hoch. Gut. Er hat auch die hier. Hier könnte er auch hin. Oder wir gehen halt hier lang, ne? Es ist vielleicht gar nicht so dumm, wenn er ein paar Accessoires kann. Ausrüsten kann. Aber das hier ist auch eine Mistake. Ja, dann nehmen wir die. Accessoire-Lizenz. Oh, und jetzt hat er noch 15. Gut, Fren ist bei 38. Magie da, da. Was ist, das hier ist auch eine Mistake. Boah. Guck mal, dann kriegst du die hier noch. 23. Hier, den kriegst du auch noch. Warum nicht? Na, hast du hier noch 18. Dann gucken wir gleich mal in der Ausrüstung, ob wir da was dabei haben, was ihr jetzt tragen könnt. Anlegen, Sekundärkopf, Accessoire. Nichts von Bedeutung, Accessoire. Nee, auch noch nichts. Ja, mein Gott. Wird schon schief gehen, auch ohne perfekte Ausrüstung. Wir gehen jetzt mal hier lang. Na, ich glaube, da hinten war ja noch dieser Schatz, den wir von oben gesehen haben vorhin. Und sobald wir wieder in Rabanastre sind, werden wir uns dann um den zweiten Dings kümmern. Um diesen Dexter, der da irgendwo in der Höhle rumliegen soll. Na, ich loot jetzt hier erstmal. Komm. Gefährte, bla bla bla, mit TP. Also eine neue Gambit. Na los, komm. Macht's kaputt. Na. Kartenabschnitt. Ah, eine Karte. Prima. Was ist denn das da hinten? Oh, nein, nochmal. Warum? Was ist das? Was ist das? Warum ist das da? Da ist irgendwas. Warum auch immer. Und so viel zu, wir sind bald draußen. Das ist ja noch ein Riesenabschnitt. Uff, okay. Was ich jetzt gucken wollte, nochmal bei den Gambits. Bar 4. So. Das ist, wenn der Gefährte unter 60% seines maximalen... Ups, nein, nein, nein! Gucken wir uns das hier mal... Warte mal, das sagt das mir noch. Ist der relevante Anteil der TP... Das sagt mir wieder gar nichts. Der relative Anteil. Also hier ist es, wenn er noch 40% Leben hat, heilt er. Und hier ist es, wenn er noch 30% hat. Ja, ich glaube, dann ist der vielleicht gar nicht mal so undumm. Warum ist der jetzt inaktiv? Wie kann ich denn den anmachen? Okay, dann nehmen wir wieder den. Möchte ich anmachen? Nein. An. An. Ach, 70%.
10% und dann eine Potion. So, die Bedienung zum Ausführen der Aktion bestimmen. Mit X aufheben. Die Bedienung zum... Ja. Mit Select aufheben. Und wie kann ich es denn wieder anwählen? Ach, verfluchte Mist. Hier hätten wir dann Gefährte... Weniger als 50 und weniger als 40. Gegner, der Gefährte angreift. Gegner im Blickfeld. Angriff. Ich bin dumm. Das machen wir jetzt bestimmt nicht. Wie kriege ich denn das hier an? Verdammt. Ich hab's kaputt gemacht. Ach nö. Nee, Schwachsinn. Das wollten wir ja gar nicht. Wir wollten das hier. Gegner im Blick. Und dann nehmen wir einen Angriff. So. Auszuführende Aktion bestimmen. Mit Select aufheben. Ja, aber... Warum ist sie jetzt grau unterlegt? Wie kann ich sie wieder blau machen? Jetzt nochmal neu hier. Lizenzen? Ach ne, die hat man ja erst. Gambits. Wahn. An- oder ausschalten mit Select aufheben. Okay, und Wahn hat einfach keine zweite Zeile, oder wie? Scheinbar nicht. Kann hier nichts weitermachen. Okay, das muss er jetzt mitleben. Okay. Wir gucken einfach mal, wie es aussieht. Okay, nein, stopp. Dann hatte ich mich doch nicht geirrt. Gambit. Bar 4. Wenn ein Gefährte unter 50% Leben hat, dann setzt du eine Potion ein. So. Ja, jetzt funktioniert's. Gut, weil sonst wären wir arm. Hier kommen wir bestimmt auch mal rein. Ist hier irgendwas? Tatsache, hier ist ein Schatz. Und einen Äther erhalten. Äther ist immer gut. Angreifen. Na, aber. Augentropfen. Na, finden wir hier noch was? Tatsache. Ist ja fast schon zu einfach. Mimik, komm hier. Also es macht deutlich mehr Spaß, in der Gruppe zu spielen, als wenn wir alleine sind. Das nimmt uns ein bisschen Stress ab, einfach weil wir dann verschiedene Rollen haben. Wir haben jemanden, der heilt, jemand, der angreift und die Gäste kümmern sich um sich selber. Na, um die Fledermaus hier kümmern wir uns jetzt auch nochmal. Aber was haben wir denn da? Da ist ein Batterie-Mimik. Komm, stirb, Fledermaus. Nicht auswählbar? Das ändern wir aber gleich. So. Das können wir mal ganz schnell vergessen. Komm her hier. Da geht's nicht dran. Komm, stirb. Ja, das hat jetzt etwa gepasst. Aber ich glaube, 40% reichen auch völlig. Was ist denn hier? Ich will jetzt nochmal gucken. Okay, da waren wir gerade.
Wir können jetzt da rein und da werden wir jetzt auch reingehen. Auch wenn uns das eigentlich gar nichts bringt. Aber wahrscheinlich sind da irgendwelche Schätze oder sowas, die wir brauchen könnten. Oder gebrauchen können. Ach, Tatsache. Ganz schnell. Aber ich mach mal fertig. Los. Na kommt schon. Na los. Und Barfia heilt ihn lieber. Ja. Die Mimis gehen wir jetzt mal. Mimis. Minis gehen wir jetzt mal weg. Na, warum greift hier niemand mehr an? So. Jetzt machen wir den großen hier unten noch fertig. Da war doch noch ein dicker. Na, komm mal her, ihr Kumpel. So. Ei. Hässlich. Na los. Der denkt auch, er ist cool. Ich muss noch mal jetzt in die Gambits. Bar 4. 40%. Ich glaube, das reicht völlig. Also hier liegt nichts mehr. Scheinbar bin ich hier umsonst reingegangen. Aber wir gucken einfach nochmal weiter. Was wir jetzt hier oben noch haben. Was hier so rumliegt. So, okay, warte mal. Hier könnten wir lang. Ich glaube, von da sind wir gekommen. Also gehen wir mal hier lang. So. So. Hier ist rein gar nichts. Hm. Hätte ja klappen können. Hätte ja klappen können. Aber okay. Dann gehen wir hier einfach zurück. Ich habe es im Übrigen versucht, die Grafik hier ein bisschen besser einzustellen. Kriege ich leider Gottes nicht hin, weil mir dann die ganzen Filmsequenzen richtig dolle flackern. Also leben wir jetzt mal mit der Grafikeinstellung. So schlimm ist sie nicht. Und es macht ja an der Story nichts weg. Man sieht ja alles noch. Es ist nur halt ein bisschen dolle verpixelt, aber... Es wird niemanden umbringen. So, wir gehen in die Richtung. Hier lang. Düpp, düpp.